Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 22 mit Borussia Dortmund. So, heute geht's rein in die K.O.-Phase der Champions League. Der FC Sevilla gegen Borussia Dortmund. Wir schauen mal ganz kurz auf die anderen Achtelfinale-Begegnungen. Die ersten Ergebnisse sind schon durch. PSG hat gegen Villarreal gewonnen, Atletico Madrid gegen Manchester City, beide mit 3:1 jeweils. Dann haben wir noch grandiose Spiele heute. Der FC Sevilla, eigentlich der Dauergewinner der Europa League, gegen Borussia Dortmund. Real Madrid gegen Juve, richtig geiles Spiel. Und dann haben wir noch die Bayern gegen L.A.S.C. Lille, Sporting Manchester United, Liverpool Barca und Chelsea Inter Mailand. Und ja, wir hatten ja ein richtiges Losglück, weil wir hätten Chelsea, Liverpool, Sporting, Real, Sevilla oder Atletico Madrid und sogar PSG, glaube ich, auch kriegen können. Nee, Sporting nicht, stimmt. Also wir hätten richtig große Gegner kriegen können und der FC Sevilla ist in Anführungszeichen noch des Glücks los gewesen. Gut, jetzt gibt es erstmal die beiden Aufstellungen. Also beim FC Sevilla N'Nesyri, vorne Ocampos links, Suso rechts, Gomez, Jordan und Fernando im Mittelfeld und Yappe mit Acuna, Amadou, Koundé und Navas und im Tor Bounou. So, beim BVB dagegen, Erling Haaland vorne, Reus links, Hazard rechts, Emre Can, Bellingham und Witzel im Mittelfeld. Und in der Abwehr haben wir Guerrero, Sagadou, Akanji, Meunier und Kobel im Tor. So, soweit die beiden Aufstellungen also. Ja, und wie gesagt, der FC Sevilla, so hart wie es klingt, aber es ist fast das Glückslos gewesen. Eigentlich die zwei Glückslose wären der FC Villarreal, glaube ich, gewesen oder der FC Sevilla. Ich glaube, irgendwie so war es, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ansonsten wäre es nur Top-Gegner gewesen und wir haben zum Glück den FC Sevilla bekommen. Wobei, der FC Sevilla ist halt auch ein richtig harter Gegner für uns. So, da sind wir drin. Hinspiel in Sevilla. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel. Und der BVB weiß, im Hinspiel muss man den Grundstein legen fürs Weiterkommen. Und mal schauen, ob das hier und heute gelingen wird. Klar, in der Bundesliga läuft es ganz gut momentan. Die Tabellenführung ist zurückerobert und wir werden natürlich nach unserem Spiel auf die anderen Ergebnisse schauen. Mal schauen, was da schon alles durch ist. Also Juve gegen Real auf jeden Fall. Da bin ich auch gespannt, wie das ausgeht. Gut, aber jetzt würde ich sagen, genug gequatscht. Geile Choreografie hier in Sevilla und jetzt geht's rein ins Champions League Achtelfinale. Anstoß Dortmund rein in die ersten 45 Minuten. Und natürlich sind alle gespannt. Schafft der BVB diesen Aufwärtstrend aus der Gruppenphase weiter aufrecht zu erhalten? Klar, die ersten zwei Spiele, ein Punkt, aber danach ging die Siegesserie los, der Dortmunder der Champions League. Und mal schauen, ob das hier auch heute vielleicht so weitergeht. Aber klar, der FC Sevilla, wie gesagt, Rekord-Europa-League-Sieger, glaube ich. So oft wie die haben noch nie jemand die Europa League gewonnen. Klar, es ist nur die kleine Champions League, aber die muss man dann eben auch erstmal so zuverlässig immer gewinnen. So, Emre Can am Ball. Weiter geht's nach vorne. Oh, schade, oh, wenn da Haaland rankommt. Dann gibt es die erste dicke Torchance für Dortmund. Aber auf jeden Fall munterer Auftakt hier. Beide verstecken sich schon mal nicht. Und Suso macht sich auf den Weg. Suso auf den Weg. Gut gespielt, aber dann verzögert er zu lange. Bekommt keine Anspielstation. Und trotzdem das Tor! Schock für Dortmund. Was für ein Wuchtschuss hier. Und der FC Sevilla führt. Ocampos haut das Ding mal richtig rein ins Netz. Starker Lauf, eigentlich war die Situation hier schon geklärt und da kommt so ein Pass in die Mitte. Als ob der weiß, dass der da steht. Und dann, boah, das ist halt eine Volley-Abnahme aus dem Bilderbuch. Keine Chance für Kobel, um der FC Sevilla mit der Blitzführung gegen Borussia Dortmund. Das wollte man natürlich eigentlich vermeiden. Lucas Ocampos, drittes Tor in dieser Champions League-Saison für ihn. Und natürlich ein wichtiges für den FC Sevilla. Ärgerlich für Dortmund, die wollten hier nicht so rein starten in dieses Spiel. Ja, und jetzt führt er der FC Sevilla. Gut, es ist nur das Hinspiel bis jetzt. Aber trotzdem, man möchte eigentlich nicht mit einer Niederlage dann nach Hause fahren. Denn das macht das Ganze nicht einfach. So, Bellingham am Ball. Jude Bellingham schön vorbereitet. Bellingham! Nein, Junge! Jude Bellingham! Was für eine Chance, wunderschön vorbeigelegt den Ball und den muss er machen. Den muss er einfach machen und dann verlassen ihn die Nerven und das ist im Champions League Achtelfinale. Ist das ärgerlich? Ist das ärgerlich? Eine Riesenchance für Borussia Dortmund. Und sowas darf man halt dann auch nicht liegen lassen.
15 Minuten rum. Eigentlich müsste hier 1:1 stehen, aber Bellingham leider nicht genau genug gezielt. Aber der kommt schon wieder. Bellingham mit Riesenschritten nach vorne, aber diesmal verliert er den Ball. Da war er ein bisschen zu überambitioniert. So, und jetzt, ja, sofort wieder der FC Sevilla dann. Die haben natürlich den Joker auf ihrer Seite. Sie führen mit 1:0, sie können abwarten, was Dortmund macht. Sie können die Räume nutzen, die was den Dortmund gegeben werden. Und kommen über Fernando. Da ist Suso, der maßgeblich am 1:0 beteiligt war. Oh, das war wieder so eine gefährliche Nummer. Suso ist richtig gefährlich da auf dem Flügel. Guerrero hat große Probleme mit ihm. So, Eckball, kurze Variante. Aber die Dortmunder kommen da nicht zum Ball. Die Dortmunder kommen da nicht zum Ball. Kobel ist zur Stelle. Um Gottes Willen. Und dann geklärt. Boah. Das war Glück. Das war Glück. Und jetzt Marco Reus. Vielleicht mal die Chance zum schnellen Umschalten. Reus zu Emre Can. Der sucht Haaland. Finde ich auch. Erling Haaland. Haaland macht den Junge. Jawohl. Das wichtige Tor für den BVB. Erling Haaland. Und da war der FC Sevilla ein bisschen offen. Und Dortmund nutzt das eiskalt aus. Und kommt hier zurück ins Spiel. Wichtiges Ding hier. Erling Haaland. Starker Pass. Gut mitgenommen, den Ball. Das, ja, da ist dann eben die Lücke offen. Und Haaland lässt sich den zum Glück nicht entgehen. Nicht perfekt erwischt, aber egal. Der Ball ist drin. Und Dortmund meldet sich zurück. Schwieriges Spiel heute. Trotzdem, 26 Minuten sind durch. Und erstmal steht es hier nun 1:1. Was das Ganze jetzt natürlich für den BVB wieder besser aussehen lässt. Aber wie gesagt, es sind noch 65 Minuten zu spielen. Da wird noch einiges passieren, glaube ich. Weil beide Teams heute auch ja nicht wirklich abwarten. Keiner igelt sich bis jetzt ein. Und dieser Suso, der lässt uns so nass aussehen. Der macht uns so nass. Der Junge. Was war das denn schon wieder? Hat er drei Spieler einfach stehen lassen und wenn der Pass dann in die Mitte ankommt, dann steht es ja auch wieder 2:1 für den FC Sevilla. Also, was der mit dem Flügel, auf dem Flügel da mit uns macht, das ist nicht feierlich. So, Bellingham am Ball. Oh, Dortmund wieder mit Platz. Witzel, 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 Junge! Ha, schlägt dann eher mehr im Boden als auf den Ball ein. So, jetzt wieder Achtung. Wieder viel Platz für den FC Sevilla. Dortmund macht gerade zu weit auf und wieder Suso. Gegen Guerrero. Wieder so ein Schlüsselduell heute. So, Suso gegen Guerrero. Oh, schön. Suso verzettelt sich diesmal. Erster kleiner Wackler bei dem Flügelspieler beim FC Sevilla. Aber die Spanier gehen früh drauf. Wollen hier anscheinend vor der Halbzeitpause nochmal das Ding in Führung bringen. So, da ist Emre Can. Keiner der Anspielstationen wirklich. Da ist Witzel, 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 viel zu viel Platz, Witzel, Witzel, ah, schade, und dann ahnt der Gegenspieler schon mit dem Distanzschuss. So, Ecke für den BVB, aber diesmal mal lang rein, da ist Emre Can, der steht eigentlich ganz gut, da kommt nur Bellingham von hinten, der schießt den Gegenspieler ab. So, Guerrero zu Reus, Dortmund bleibt am Drücker, Reus, Zagadou, Zagadou, oh, und Bellingham startet leider nicht schnell genug. Da wäre nochmal das drin gewesen und oh, die kämpfen, dass sie den Ball da rauskriegen. Zagadou, da verspringt die dabei ein bisschen unglücklich. So, eine Minute Nachspielzeit, nochmal der Pass nach vorne zu Haaland, vielleicht nur eine Chance für Dortmund. Da ist Reus, sucht hier wieder Haaland, finde ich auch, Erling Haaland, 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 schön, der pumpt sich da durch und schafft es dann nicht, den Ball im Tor unterzubringen. So, Halbzeitpause hier. In Sevilla. Es ist ein tolles Spiel bis jetzt. Beide Teams gehen offensiv drauf. Keiner versteckt sich. Und ja, so Halbzeitpause steht es 1:1. Das bessere natürlich, das bessere Ergebnis natürlich für die BVB. Aber ganz ehrlich, es ist alles offen. Es ist alles offen. Das 1:0, da hat uns Suso, auf den müssen wir auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit aufpassen. Und auch 1:1 bei Real Madrid. Fitness ist noch okay, Guerrero ist schon ein bisschen runtergelaufen, Reus auch. Ja, ausgerechnet die Seite, wo Suso läuft. Gut, also weiter geht's. Wo der Halbzeit geht jetzt los? Anstoß für die Gastgeber, für den FC Sevilla. Und dann geht's rein in die zweiten 45 Minuten. Und ja, da ist wieder dieser lange Ball zu Suso. Oh Gott sei Dank. Das könnte nur das Schlüsselduell werden. Dieser Suso da außen. So, jetzt Guerrero. Aber jetzt mal der BVB. Guerrero.
Legt ab zu Emre Can. Emre Can hat da viel Platz. Emre Can probiert es mit dem Gewaltschuss. Aber Witzel setzt nochmal nach für den BVB. Sieht da Erling Haaland. Oh, schön. Sehr schön frei gewesen, Erling Haaland. Aber dann bringt er den Ball leider nicht gut genug aufs Tor. Entschuldigung. Ja, leider zu zentral auf den Torhüter gezielt. So, Eckball Dortmund. Kurze Variante, da ist Guerrero. Sieht Bellingham. Bellingham hat Platz. Bellingham hat Platz. Und wie holt der Junge diesen Ball raus? Bueno. Wahnsinn, wie er den da rausholt. Bellingham macht das brillant. Aber den kratzt er irgendwie raus. Für mich ein bisschen unfassbar, dass er den da rausholt. So, nächster Eckball. Dann machen wir die lange Variante. Da ist Haaland. Da ist Haaland. Ach, schade, gut zugestellt. Bellingham holt den Ball nochmal. Bellingham bekommt ihn dann zurück. Bellingham, wieder ein schöner Schuss. Aber ich glaube, der wäre nicht so gefährlich gekommen. Aber jetzt Achtung. Kommt da Suso ran? Ach, den kriegt er wieder. Und Witzel. Ach Gott, und jetzt natürlich die Chance für den FC Sevilla. Und die spielen das gut. Da ist Gomez. Ocampos. Und das ist ein schnelles Spiel jetzt. Jetzt muss Dortmund aufpassen. Da ist die Chance, da ist die Chance, der Kobel hat ihn. Kobel hat ihn gegen Enisiri. Die Riesenchance für den FC Sevilla. Oh, und der hat ihn im Kopf getroffen. So, nächste Chance. Eckball für den FC Sevilla. So, wechselt Jordan runter. Thomas Delaney. Ach stimmt, den haben wir ja verkauft. Ist gekommen. So, jetzt Eckball nicht gut ausgeführt. Aber Thorgan Hazard schafft es da nicht, diesen Ball zu behaupten. Riesen Kuddelmutz jetzt dahin drin. Aber Dortmund kommt raus. Sehr schön. Und jetzt fertig Konterstoll. Da ist Emre Can. Komm, Emre Can. Heißt nicht der schnellste. Der geht ab zu Guerrero. Guerrero, Dortmund versucht zu kontern. Da ist Reus. In der Mitte ist Haaland. Reus probiert es wieder alleine. Legt jetzt ab zu Haaland. Haaland, Haaland, Freischussbahn. Nein, hat er nicht. Gegenspieler steht dazwischen. Och, und was macht denn Akanji da? Riesiger Ballverlust. Nächste Chance hier für den FC Sevilla umzuschalten. Also es ist ein Hin und Her hier. Da kann eigentlich keiner was sagen, wie es ausgehen wird. Oh, wieder schön gespielt als Ocampos. Das 1:0 hat er gemacht. Ocampos gegen Meunier. Meunier sieht da alt aus. Oh nein, Elfmeter. Ach komm, schon Akanji. Ach, ist das wieder dämlich. Mann, Mann, Mann. Och nein, Elfmeter für den FC Sevilla. Ist das schlecht. Scheiße. So, jetzt Kobel. Junge, Kobel, zeig, dass du den halten kannst. Jetzt Zitternali. Ocampos. Ocampos gegen Kobel. Ja. Oh ja, der hält ihn. Mein Gott, ist der spät gesprungen. Ist der spät gesprungen. Und Ocampos verschießt diesen, ja, entscheidenden Elfmeter. Und jetzt war die Konterchance. Für den BVB. Da ist Eden Thorgan Hazard. Ach komm schon, und Hazard, der bringt heute auch nichts. Wir müssen jetzt dann Wechsel bei der nächsten unterbringen. Aber erstmal wichtig, dass wir diesen Elfmeter gehalten haben. So, Reus, aber oh, Sevilla drückt jetzt. Aber Dortmund erstmal wieder am Ball. So, langer Ball zu Marco Reus. Von dem heute noch nicht so viel zu sehen war. Reus nimmt ihn gut mit. Reus hat jetzt mal ein bisschen Platz. Marco Reus. Reus! Ha, wieder keiner. Keine Freistoß. Aber Emre Can vielleicht. Und Reus, kriegt er den noch? Ja, er holt ihn sich, aber. Ach, war abseits, ist das ärgerlich. Mann, 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 Mann. So, wir wechseln aus. Haaland darf ich eigentlich runter tun. Ich bringe auf jeden Fall einen Kudu. Für Reus. Tauscht dann die zwei Seiten. Ach, Guerrero ist so am Ende. Guerrero müsste hier runter tun, aber keine Alternative dabei. Das macht es gerade schwer. Coutinho auf jeden Fall rein für Emre Can. Und ich bin am Überlegen. Adeyemi für Haaland, glaube ich. Ja, machen wir es so. Adeyemi für Haaland. Okay, jetzt geht's weiter. Und auch der FC Sevilla hat gewechselt, habe ich gesehen. Und jetzt, also die letzten 14 Minuten plus ein bisschen Nachspielzeit wird es oben drauf gehen. Beide nochmal mit frischem Personal. Mal schauen, wer jetzt den goldenen Wechsel gezogen hat. So, da ist auf jeden Fall schon mal Adeyemi und der verliert direkt mal den Ball. Aber Adeyemi, oh schön, holt sie den Ball zurück. Ist ein bisschen konfus gerade, was die Dortmunder da spielen. Aber Bellingham ist zumindest am Ball. Bellingham. So Adeyemi. Ah, aber abseits. Müsste abseits gewesen sein. Ja, schade. Schade, schade. Fahne ist schon oben.
Abseits. So, letzte. Oder es war kein. War das wirklich kein Abseits? Munir kommt für Navas auf jeden Fall. Und jetzt geht es in den letzten 10 Minuten. Und beide wollen hier gewinnen. War das gerade wirklich kein Abseits? Habe diese Chance gerade wirklich nicht reingemacht. Oh Gott. So, Gomez. Sevilla auch noch mit vielen Mann vorne. Die machen jetzt hinten nochmal richtig Risiko auf. Dortmund muss jetzt natürlich nochmal aufpassen. Könnte Abseits gewesen sein, war es auch nicht. Und Kobel ist wieder zur Stelle. Kobel ist dran. Und es gibt jetzt die letzten Minuten hier nochmal der Showdown. Also das hätte ja, glaube ich, keiner gedacht, dass es hier nochmal so abgeht. So, Felipe Coutinho. Muss da eigentlich drauf. Coutinho, schafft es da nicht, den Ball zu erobern, aber war schwierig. Und jetzt, jawohl, Munier. Nochmal die Chance vielleicht für Dortmund zum Umschalten. Da ist ein Kudu und der ist pfeilschnell. Adeyemi ist mit dabei. Die zwei müssen es jetzt eigentlich machen. Adeyemi, Kudu, Hazard. Nein, das kann es doch nicht sein. Wie kann man so eine Chance liegen lassen? Adeyemi und ein Kudu. Die zwei frischen. Jetzt Achtung, Achtung, Achtung. Gritsche sitzt. War zwar ein Foulspiel. Und das zählt nochmal Freistoß. Mein Gott, wie kann man denn sowas liegen lassen? Ein Kudu und Adeyemi. Ach Gott, ist das bitter. Das hätte es 2:1 sein müssen. So, jetzt aber nochmal Achtung. Nochmal der lange Ball nach vorne. Da ist wieder Suso. Will nochmal seine Chance kriegen. Und es gibt tatsächlich nochmal Eckball. Es gibt tatsächlich nochmal Eckball. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, letzte Chance. Eckball für den FC Sevilla. Der kommt nochmal gut rein. Da ist keiner. Ja, der Ball ist weg. Das müsste gewesen sein. Ja. Ja, Spiel ist aus. Es war ein ansehnliches Spiel. Beide hatten die Chancen, das zweite Tor zu machen. Der FC Sevilla natürlich mit der Riesenchance durch Ocampos per Elfmeter, den dann Kobel gehalten hat. Und auf der anderen Seite in Kudu und Adeyemi, die ziehen das so durch und die waren so frisch eigentlich auf dem Platz. Ja, ein Unentschieden ist kein Beinbruch, macht das Rückspiel aber nicht unbedingt uninteressanter, sagen wir mal so. Ja, jetzt schauen wir nochmal, was Real gegen Juve gemacht hat. Und dann, ja, schauen wir mal. So, also, bestes Spiel heute war schon auf der anderen Seite, ja, Suso. Der war echt brutal stark, also der hat uns echt hops genommen. Schon krass, was der gezeigt hat. Gut, aber jetzt mal ein ganz kurzes Interview und dann schauen wir uns auf die Ergebnisse nochmal kurz an. So, und da wären wir wieder zurück. Ja, und wir sehen schon, Real Madrid hat gegen Juventus Turin mit 2:1 gewonnen. Eine gute Ausgangslage für Real. Ja, und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Wird die anderen Ergebnisse gibt es dann wahrscheinlich erst, wenn wir unser Rückspiel haben. Da wird es aber auch nochmal richtig spannend, glaube ich. Gut, 1:1. Ich würde sagen, es ist nur alles offen. War ein gutes Spiel. Auswärts. Mal schauen, ob wir es auch so im Rückspiel auch wieder hinkriegen. Also, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen heute bei euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt's mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.